In religiösen Systemen passieren erschreckend viele Dinge, über die man einfach nicht spricht. Es sind Frauen aus den Gemeinden der Baptisten, der Mennoniten, der Pfingstler und der Zeugen Jehovas, die mir schreiben. So ist die Gemeinde nicht selten ein Ort der geistlichen Unterdrückung und Manipulation. Soweit erst einmal zum ersten Teil des Themas. Im nächsten Video werden wir uns die Merkmale eines geistlichen Missbrauchs in den Gemeinden ansehen und über Auswegsmöglichkeiten sprechen. Wie in allen ungesunden Beziehungssystemen ist der äußere Schein, in dem geistlicher Missbrauch ausgeübt wird, äußerst wichtig. Um diesen Schein zu wahren, werden sogenannte "Wir sprechen nicht darüber" Regeln aufgestellt. Niemand spricht die ungeschriebenen Regeln aus. Und doch haben diese Regeln in Familien und Gemeinden eine unausgesprochene große Macht. Man findet erst heraus, dass diese Regeln existieren, wenn sie gebrochen werden. Versuche einmal, diese Regeln laut auszusprechen. Du würdest merken, wie ungesund und unchristlich sie eigentlich klingen. Einige Merkmale, die geistlichen Missbrauch in Gemeinden aufzeigen, zähle ich nun auf. Das erste Merkmal findet sich in der Machtstellung der Leiter. Leider gibt es Leiter, die eine Menge Kraft verwenden, um zu zeigen, wie viel Autorität sie haben und bestehen darauf, dass sich alle anderen ihnen unterzuordnen haben. Wenn du in einer strengen Gemeinde aufgewachsen bist, dann weißt du, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass es an einer Unmöglichkeit grenzt, einem Leiter zu widersprechen bzw. seine Ansichten zu hinterfragen. Es wird ein Schutzwall des Schweigens und der Unterwürfigkeit aufgebaut, der den Leiter vor kritischen Überprüfungen schützen soll. Spricht eine Frau trotzdem ein Problem offen an, wird sie selbst zum Problem und erlebt zwei Reaktionen. Sie wird erstens übergangen, das heißt ignoriert, oder zweitens, ihr wird mit einer aggressiven Gesetzlichkeit begegnet, indem ihr zum Beispiel gesagt wird, dass sie nicht untertänig sei oder herrschsüchtig sei. Die Person wird also als Schuldige hingestellt und zum Schweigen gebracht. Liebe Frauen, Petrus schreibt deutlich, dass wir uns den Ältesten unterordnen sollen und genauso soll es sein, denn dies entspricht der Ordnung Gottes. Doch wenn wir in einer Angelegenheit Rat suchen oder ein Problem sehen und die Antwort nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann dürfen solche Fragen auch offen diskutiert werden. Wenn wir wirklich im Heiligen Geist und in der Liebe zueinander sind, dann ist es möglich, unterschiedliche Meinungen zu besprechen und sich zu einigen. Wovor sollte sich ein Leiter fürchten, wenn er in der Führung dem Heiligen Geist untersteht und auf dem Fundament der Bibel steht? Das zweite Merkmal ist verbunden mit der Anwendung des Wortes Gottes. In der richtigen Anwendung ist die Bibel ein Schwert, das die Motive des Herzens prüft und ein Licht, das den Weg zeigt. In der falschen Anwendung jedoch ist das Wort Gottes ein zerstörerisches Werkzeug für diejenigen, die Gehorsam und Stillschweigen mit Frieden gleichsetzen. In dem System, das geistlichen Missbrauch betreibt, sind die Menschen der Meinung, dass sie auf sich allein gestellt kaum oder gar nicht in der Lage sind, Gottes Wort zu verstehen. Sie betrachten die Bibel als ein Buch, das ihnen die Techniken an die Hand gibt, die zeigen, wie sie sich richtig zu verhalten haben, damit Gott sie segnen kann. Die Folge ist, dass die Menschen ihre Leiter als diejenigen ansehen, die das letzte Wort auf die Bedeutung des Wortes Gottes haben. Die Mitglieder, die angemessenes Verhalten zeigen, werden belohnt. Andere werden ignoriert, ermahnt und denjenigen, die Probleme haben, wird erklärt, dass ihr Versagen die Ursache für diese Krankheit ist. Doch wer entscheidet, ob eine Regel entsprechend dem Wort Gottes ist oder nicht? Und warum werden zwischen Regeln ein so großer Unterschied gemacht? Warum wird den einen bei der Nichteinhaltung der Regeln Angst gemacht, während anderes falsches Verhalten einfach stillschweigend geduldet wird? Folgende Beispiele sollen das Machtspiel mit dem Wort Gottes in den Gemeinden verdeutlichen. Das erste Beispiel bezieht sich auf die Verhütung beim Sex.
Wir können der Bibel kein explizites Verbot für den Gebrauch von Verhütungsmitteln entnehmen. In einigen Gemeinden werden diverse Bibelstellen für das Gebot zusammengefasst, dass das Verhüten beim Sex eine Sünde ist. Achtung! Bei diesem Beispiel nehme ich keine Stellung dazu, ob Verhütung richtig oder falsch ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Ehepaare offen von Leitern angesprochen werden, wenn sie innerhalb des ersten Ehejahres keine Kinder bekommen haben oder sich die Anzahl der Kinder über einen längeren Zeitraum nicht vermehrt hat. Sie werden befragt, ob sie beim Sex verhüten und darauf hingewiesen, dass sie sich vor Gott in diesem Fall versündigen würden. Als Sündenbestrafung könnte Gott es zulassen, dass ihre Kinder krank zur Welt kommen. Aus Angst folgen viele Mitglieder diesem Gebot. Selbst wenn die Frauen aufgrund der vielen Kinder körperliche oder psychische Folgen tragen. Beim zweiten Beispiel beziehe ich mich auf das Thema Schwarzarbeit. Während es keinen konkreten Vers über Verhütung gibt, lesen wir in Römer 1 ganz klar, dass wir uns den Ordnungen des Staates unterordnen sollen. Das gilt auch für die Zahlung von Steuern bei selbstständiger Arbeit. Doch wie wird mit dem Wissen umgegangen, wenn Gemeindemitglieder den Staat betrügen und Schwarzarbeit betreiben? Werden sie ebenfalls zu Gesprächen eingeladen? Wird mit ihnen darüber gesprochen, dass das eine Sünde ist? Oder wird es einfach ignoriert und als nicht so eine krasse Sünde angesehen? Werden sie dazu aufgefordert, diese Sünde zu lassen? Geistliche Leiter entscheiden also darüber, welche Sünde schlimm genug ist, um Gottes Zorn auf sich zu ziehen, und welche noch akzeptabel ist. Es wird so streng darauf geachtet, dass zum Beispiel kein Schmuck getragen wird. Und doch wird es absolut akzeptiert, wenn sich Mitglieder mit dem teuersten Auto, dem größten Gehalt und dem neuesten Haus schmücken. Es werden Sünden kategorisch in verschiedene Schubladen gesteckt und dafür wird das Wort missbraucht. Und die Mitglieder sind bereit, sich blind diesen Ältesten und dessen Wort unterzuordnen, einfach weil es die Ältesten sind. Das dritte Merkmal äußert sich in der Haltung, dass die Wahrheit sich gemäß den Offenbarungen des Leiters oder einer Person mit der Gabe der Prophetie definiert. Dabei wird diesem Wort vom Herrn mehr Gewicht beigemessen als der Bibel selbst. Da Menschen diese Worte als Worte von Gott ansehen, ohne sie mit dem Wort Gottes zu prüfen oder auf die Bestätigung des Heiligen Geistes zu warten, entscheiden sie sich für Schritte in ihrem Leben, die sie anschließend stark bereuen, wie zum Beispiel die Heirat einer unbekannten Person aufgrund einer Prophetie. Es ist gefährlich, einer geistlichen Anweisung zu folgen, wenn du dich der Autorität des Menschen mehr unterordnest als Gott. Niemals sollte ein Wort von Gott, nicht einmal die Bibel, dazu missbraucht werden, um andere zu manipulieren. Bei allen Prophetien und Weissagungen dürfen wir nicht auf unsere Gefühle hören, sondern auf den Heiligen Geist vertrauen. Jesus sagt in Johannes 16,13: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es gibt zu diesem Thema noch so viel zu sagen. Doch leider kann ich nicht auf alle Details eingehen. Sicher ist, dass Gott uns mit allem ausgestattet hat und auch mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat, damit wir als Christen leben und kämpfen können. Er hat unseren Wert bestätigt. Wir sind angenommen. Und in uns ist sein Leben das ewig wert. Doch da gibt es auch leider die andere Seite. Satan möchte durch Lügen, häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch, Alkohol und anderen Abhängigkeiten Menschen zerstören und leider auch durch geistlichen Missbrauch versklaven und täuschen. Und anstatt diese Festungen zu bekämpfen, konzentrieren sich Gemeinden auf das Errichten schöner Gebäude und streiten sich darüber, ob ein Beamer in der Gemeinde erlaubt werden sollte oder nicht. Menschen achten genauestens darauf, ob ihre Mitgeschwister ins Kino gehen und Make-up tragen
und leben nach den Regeln, um Gott zu gefallen. Sie verlieren die Blickrichtung auf die wichtigste Aufgabe, nämlich aus der Gnade Gottes heraus zu leben und die Wahrheit zu verkündigen, um Menschen zu Jesus zu führen. Das ist es, worum es letztendlich geht. Jesus möchte unser ungeteiltes Herz, damit wir anderen Menschen von dieser guten Nachricht weitergeben können. Zum Schluss möchte ich noch auf die Wiederherstellung nach geistlichem Missbrauch eingehen. Es gibt keinen Test, der feststellt, ob du diesen Missbrauch erfahren hast. Es gibt nur Hinweise wie zum Beispiel fehlende Freude, Erschöpfung von dem Bemühen, den anderen gerecht zu werden, mangelndes Vertrauen, Angst und Traurigkeit darüber, dass die gute Nachricht zu gut scheint, um wahr zu sein. Wenn du in diesem Zustand nicht mehr sein möchtest, doch stattdessen ein Leben in Gottes Fülle leben möchtest, dann ist der richtige Schritt der, dass du dein Denken nicht mehr darauf ausrichtest, dir dein Angenommensein bei Gott zu verdienen und dein eigenes positives Selbstbild aufzubauen. Richte deinen Blick auf die Wahrheit seines Wortes. Es steht Folgendes geschrieben: Gott liebt dich. Du kannst ihm vertrauen, denn er ist treu. Du bist auserwählt. Und wenn du versagst, tritt Jesus für dich ein. Das ist die einzige sinnvolle Blickrichtung. Komme wieder dahin, dich bei ihm auszuruhen. Wenn du für den Schritt der Heilung Hilfe benötigst, dann kannst du dich an einen Freund, einen Seelsorger oder christlichen Therapeuten wenden. Die Gespräche mit einer anderen Person können dir dabei helfen, diesen geistlichen Missbrauch zu verarbeiten und zu heilen. Ein gutes Zeichen für ein heilendes Herz ist, wenn die Bitterkeit und die Wut weicht und Vergebung und Mitgefühl entsteht. Zuletzt will ich auf diese eine Frage eingehen, die mir so viele gestellt haben. Du fragst, ob du ein solches religiöses System verlassen oder ob du darin ausharren sollst. Und ob ich dir einen Ratschlag dafür geben kann, wie du diesen Schritt wagen kannst. Doch das kann ich dir leider so nicht geben. Denn auch dafür gibt es keine Checkliste, die dir bei deiner Entscheidung helfen kann. Letztendlich musst du aufmerksam beobachten, was um dich hervorgeht und vor allem auf das hören, was Gott dir aufträgt. Folgende Fragen können dir jedoch eine gute Anregung zur Entscheidung geben. Erstens, hat die Gnade in dieser Gemeinde eine Chance? Wenn die Gemeinde der Gnade den richtigen Stellenwert einräumt, dann gibt es Hoffnung auf Veränderung. Die zweite Frage ist, kannst du bleiben und trotzdem gesund bleiben? Wenn du durch das Bleiben in der Gemeinde deine körperliche, emotionale und psychische Gesundheit verlierst und Spannungen in deiner Familie erzeugst, dann ist die Frage absolut berechtigt, ob es das wert ist, darin auszuharren. Drittens, kannst du deine eigenen Grenzen setzen, bis zu welchem Punkt du bereit bist, dich zu investieren, falls sich keine gesunden Veränderungen erkennen lassen? Viertens, wenn du bleibst, bist du bereit, die Wahrheit zu sagen? Denn die Wahrheit zu sagen bedeutet nämlich kämpfen zu müssen. Höre bei deinen Entscheidungen darauf, was Gott dir sagt. Vielleicht fällt es dir schwer, auf Gott zu hören, weil dir beigebracht worden ist, alle anderen für Gott, für dich sprechen zu lassen. Doch Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Er will die Beziehung zu dir. Er will zu dir sprechen. Nimm sein Wort zur Hand und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Vertraue ihm. Er will dir eine Zukunft voller Hoffnung und Frieden schenken.